In Fallout 4 gibt es 20 verschiedene Wackelköpfe, welche dir permanente Vorteile beschaffen. Obwohl das Spiel 2015 rauskam, habe ich noch nie alle gefunden. Damit es dir nicht so ergeht, habe ich alle Fundorte und die Vorteile der entsprechenden Puppen in einem Video zusammengefasst. Sollten dir nur bestimmte fehlen, habe ich in der Beschreibung Timelines eingebaut. Springe einfach zu dem Punkt, der dich interessiert. Viel Spaß! Die Stärke-Wackelpuppe findest du bei Mass Fusion. Die Figur ist schnell geholt. In der Haupthalle siehst du diese frische Wanddeko. Da musst du hoch. Die Puppe erhöht dauerhaft deine Stärke um 1. Nett. Die Wahrnehmungswackelpuppe findest du im Museum der Freiheit. Verschaff dir Zugang und töte alles, was sich bewegt. Im letzten Raum, in welchen sich auch Preston verschanzt, findest du neben einer Ausgabe der Robo-Fun auch die Puppe. Sie erhöht dauerhaft deine Wahrnehmung um 1. Die Ausdauer-Wackelpuppe findest du bei Poseidon. Dort erwarten dich schöne Schlösser, viele Minen, eine Güte, ein paar Versager und neben einer Ausgabe von Teslas Forschung genau nebendran die Puppe, welche dauerhaft deine Ausdauer um 1 erhöht. Die Charisma-Wackelpuppe findest du in der Irrenanstalt. Die Tür dieses Gebäudes ist verschlossen. Du musst vorher die Quest Sonderlieferung annehmen, um Zugang zu erhalten. Während dieser Questline triffst du auch auf die Puppe. Sie befindet sich in einem der letzten Räume auf dem Tisch und erhöht dauerhaft dein Charisma um 1. Die Intelligenzwackelpuppe findest du in der Stadtbibliothek. Unterirdisch geht es direkt rein ins Gebäude. Hier erwartet dich ein Gefecht mit Supermutanten. Aber Granaten regeln das schon. Im letzten Raum bist du richtig. Die Puppe erhöht dauerhaft deine Intelligenz um 1. Bingo. Die Beweglichkeitswackelpuppe findest du im Wrack der FMS. Kämpfe dich durch die Raider und hacke grundlos das Terminal. Bin drin. Weil, wieso nicht? An der Spitze des Wracks findest du die Puppe, welche dauerhaft deine Beweglichkeit um 1 erhöht. Die Glückwackelpuppe findest du auf Spectacle Island. Der Ort ist gar nicht mal so spektakulär, wie man denkt. Nach ein paar nervigen Gegnern stößt du auf dieses Schiff. Oben im Spind ist die Puppe, welche dauerhaft dein Glück um 1 erhöht. Bingo. Yippie. Die Handelwackelpuppe findest du bei Lukowskis. In der Konservenfabrik erwartet dich dieser nette Herr. Vom Reisen bekommt man bestimmt Hunger. Sicher. Oben in seiner Firma steht auch schon die Puppe, welche alle Preise dauerhaft um 5% senkt. Ja, also. Hacke seinen PC und bedanke dich noch recht herzlich bei dem netten Herrn. Die Schlossknacken-Wackelpuppe ist bei Pigman. Hinter der roten Tür erwarten dich ein paar Raider. Aber Slap lässt keinen am Leben, der unsere Crew jagt. Kämpfe dich durch, bis du zu Pigman kommst. Jetzt haben wir dich, Pigman. Er benötigt eventuell deine Hilfe. Das war knapp. Neben ihm, auf dem Boden, findest du die Puppe, welche dauerhaft Bingo. Das Schlossknacken vereinfacht. Bingo! Sei nett und bedanke dich bei Pigman. Oh, was ist denn da? Nett. Ah, ja, nett. Die Medizin-Wackelpuppe findest du im Vault 81. Um reinzukommen, musst du geschickt sein. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Entschuldigung. Absolviere nun die ersten 3 Quests. Hey, Katie. Erzähle eine Geschichte. Preston hatte solche Angst. Lass dir Blut abnehmen. So. Sprich mit einer Katze. Verpiss dich, du Hurensohn. Und sei hilfsbereit. Ich würde gern helfen. Nun kannst du in einen neuen Bereich. Komm mit. Kämpfe dich durch ein paar Gegner und belüge am Ende einen Roboter. Sicherheit? Ja. In diesem Raum ist die Puppe, welche dauerhaft die Wirkung von Stimpacks um 10% erhöht. Die Reparaturwackelpuppe findest du in der Fertigungsanlage. Dein Ziel ist der höchste Punkt. Du wirst ein paar Raider treffen. Im wahrsten Sinne. Nach den endlosen Stufen der Qual findest du ganz oben die Puppe. Ab jetzt halten Fusionskerne 10% länger.
Die Wissenschaftswackelpuppe findest du in Vault 75. Dieser ist in der Middle School. Im Vault sind ein paar Gunner, Synths und verschlossene Türen. Ich muss die Karte finden. Kämpfe dich durch. Du gehst mir echt auf den Sack. Das ist die Meinung der meisten. Da, wo du auch die Verwaltungszugangskarte findest, erhältst du auch die Puppe. Na also. Du hast ab jetzt beim Hacken einen Extraversuch. Katsching! Die Schleichwackelpuppe erhältst du in Dunwich. In diesem Loch sind einige Gegner unterwegs. Unten angekommen, darfst du dich durch Ghule kämpfen. Und an Station 4 ist auch schon die Puppe. Du bist nun 10% schwerer zu entdecken. Die Sprachwackelpuppe findest du in der Park Street Station. In der Hauptquest rettest du dort Nick Valentine. Es geht in Vault 114 und nach dem Töten einiger Todesschützen kommst du in dem Raum, in welchen du Nick triffst. Dort ist die Puppe und ab sofort haben alle Händler 100 Kronkorken mehr. Die große Waffenwackelpuppe findest du in Vault 95. Fahre den Aufzug runter und schlachte dich durch einen Haufen Gunner. In einem der letzten Räume bist du richtig. Große Waffen verursachen nun 25% mehr kritischen Schaden. Die Energiewaffenwackelpuppe findest du in Fort Hagen. Auch hier kommst du im Laufe der Hauptquest hin. Im Fort gehst du nach unten in die Kommandozentrale. Kurz bevor du auf Kellogg triffst, kommst du zu einer Kantine. Hier ist die Puppe, welche den kritischen Schaden von Energiewaffen um 25% erhöht. Bingo. Bingo. Die Sprengstoffwackelpuppe findest du bei Ironworks. Hier hast du es mit Flammenwerfer tragenden Freaks zu tun. Oben beim Anführer dieser Gang steht auf einer Konsole die Figur. Sprengstoffe fügen nun 15% mehr Schaden zu. Die Nahkampfwackelpuppe findest du im Trinity Tower. Ein sehr hohes und auffälliges Gebäude. Dich erwarten viele Supermutanten. Schlachte dich durch, ohne Gnade. Oben triffst du auf Rex. Was zum Teufel machst du da drin? Schnell, hol uns hier raus! Nach seiner Befreiung kommst du zur Puppe, welche den kritischen Schaden von Nahkampfwaffen dauerhaft um 25% erhöht. Na also. Die kleine Waffenwackelpuppe findest du bei den Gunners. Das ist ein gut bewachter Ort. Gehe nicht leichtsinnig rein. Im Gebäude sprengst du dich durch die Gegenwehr. Hinter der roten Tür erwartet dich cool. Gewalt. Und die Puppe, welche den kritischen Schaden von kleinen Waffen um 25% erhöht. Die Waffenloswackelpuppe findest du bei Cats Werkstatt. Du solltest wirklich cool sein, bevor du dorthin gehst, denn... Das ist Atomcat-Gebiet. Cooler Name. Als Deko verwendet, findest du auf einem Auto die Puppe, welche den kritischen Schaden waffenloser Angriffe um 25% erhöht. Bingo. Glückwunsch, du hast alle Puppen gesammelt. Nice. Die Minutemen sind stolz auf dich. Ich habe hier alle gesammelt, alle. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Wenn du mehr zu Fallout 4 sehen möchtest, gibt es hier eine Playlist mit Shorts. Lieber ein anderes Spiel? Hier gibt es 10 Tipps für Dinos. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen.